Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ja. Wie ihr seht, wir sind mittendrin. Und ich probiere es mal mit der neuen Strategie, wie sie mir im Internet gezeigt wurde. Man kann das Ding nur überleben, wenn man irgendwie sprintet. Ich weiß nicht, ob ich das Ding überhaupt vernünftig anvisiere. Mann, ey, was soll denn das? Es soll einmal so ein bisschen und dann... Sowas müssen sie nicht genau gestalten. Das ist Maßeffekt-Kacke. Wenn sie sowas machen. Das ist so richtige Kleinlichkeitskacke. Das interessiert keinen. Warum müssen die dadurch so eine geile Mission, wie sie bisher war, zerstören? Mann, ey, was soll die Kacke, Mann? Ey. Jetzt reg ich mich gerade richtig auf. Was soll denn die Scheiße hier? Nee. Das richtig Kacke ist das. Ey, wer entwickelt denn sowas? Wir kommen auf die... Ja, nice, ist richtig nice. Müssen wir machen. Macht das Spiel geil. Ja, wie lange soll ich denn noch anvisieren? Sag mir das doch mal bitte. Ey. Jetzt ist aber Kacke mal gerade. Was soll denn die Scheiße, Mann? Ich... Also jetzt wird das gerade nichts mehr. Nee, das ist Kacke, ist das. Und dann heißt es, ich soll ja mal sprinten. Ja, beim super, beim Sprinten kann ich das Ding nicht mehr anvisieren. Ja, und dann? Super. Witzbolde, ey. Richtige Witzbolde seid ihr von BioWare. Nee, sowas ist Kacke. Sowas ist Kacke und macht das Spiel einfach beschissen. Ganz im Ernst. Sowas braucht keiner. Sowas braucht keiner und will keiner. Egal, was man mir sagt, also ganz ehrlich, das ist mega unnütz. Alter. Und dann diese Zielanvisierung, also 1 Milliarde Jahre, ne? Ey. Wer es vernünftig macht, sagt ja 2 Sekunden anvisieren, wie in COD eine Javelin und dann... Super! Dann ist das toll! Aber nein. Die sagen ja, du musst 1 Milliarde Jahre anvisieren. Ey, komm. Ganz im Ernst. Das ist richtig, richtig unnötig. Richtig, richtig mega fucking unnötig. Und da macht er immer seine behinderten Seitensprünge auch, ne? Das muss man auch nicht verstehen. Anja macht noch mehr Schüsse. Noch mehr. Das ist eigentlich den Spielspaß ungemein, wenn ich, je länger ich, diese Mission mache. Ist mega super.
Toll! Habt ihr richtig geil gemacht. Ich freue mich. Ey. Für sowas minus 10 Punkte in der Spielwertung. Direkt. Da rede ich auch einfach in die Sequenz rein, weil es ist mir gerade kackegal. Das macht keinen Spaß, sowas. Da kann ich sowas auch nicht mehr genießen. Ey, nee. Dachian. Sie wissen, wer ich bin. Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Helfen Sie uns zu verstehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten. Den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt Ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Keela. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander. Die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Leute. Wir lassen die Geth sterben. Also eigentlich, wenn wir die Code hochladen, haben wir weniger Nachteile, glaube ich. Laden die Code hoch. Schwierige Entscheidung, aber wir tun's. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück, falls möglich. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Tali Zora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl. Angriff fortsetzen. 20%. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer, sehen aber keine Alternative. 40%. Scheiße. Den Tod der Schöpfer. Ich will nicht, dass die Quarianer sterben. Und betrachten wir es mal rein evolutionär, dann würden die
Schöpfer über den geschaffenen stehen. Sehen wir es aus wirtschaftlicher Sicht, sind die Schöpfer, die Quarianer, in ihrer Migrantenflotte, glaube ich, stärker als die geht. Betrachten wir es an medizinaler Seite, müssten wir den Upload genehmigen. 2-1, ich muss den... Tut mir leid, Legion. Ich kann die Quarianer nicht sterben lassen. Nein, wir werden nicht zulassen, dass sie über unser Schicksal entscheiden. Code wird hochgeladen. Es tut mir leid, Legion. Talisora. Hat diese Einheit eine... Ja. Ja, die hat sie. Wir beginnen sofort mit der Reparatur unserer Flotte, Commander. Wir können außerdem Techniker anbieten, die bei dem Tigel mithelfen. Danke, Admirals. Ich denke, Tali würde sich auch gerne verabschieden. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich dachte, Sie wären glücklich. Immerhin können Sie jetzt endlich... Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Gefallen? Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein. Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Runoff kommen. Wir haben gerade einen von Ihnen getötet. Deshalb komme ich mit Ihnen, um Sie aufzuhalten. Sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Wenn Sie sich sicher sind? Sind Sie da sicher? Ja. Meine Leute feiern. Für Sie ist das alles ein perfekter Sieg. Und wir mussten dafür lediglich einen Verbündeten ermorden. Einen Freund. Es musste sein. Ich weiß. Aber ich gehöre nicht hierher. Trotzdem ist es wunderschön, ja nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherrin. Die Quarianer haben bereits Hilfsaktionen in die Wege geleitet und ihre Techs helfen beim Bau des Tigels. Was für eine Ironie. Erst jahrhundertelang galaktische Streuner und plötzlich werden sie wichtig. Na egal. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, Commander. Wir treffen uns in Ratsherr Udinas Büro.
Na dann. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Gerne. Commander, beschäftigt Sie etwas? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Und die Truppen? Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Quarianer sind gute Verbündete. Wir brauchen jedes verfügbare Schiff. Und sie haben jede Menge. Und Admiral Corris Rettung hat eine Panik bei ihrer Zivilflotte und damit deren Untergang verhindert. Die Kroganer Turianer? Was ist mit Turianern und Kroganern? Kroganer und Turianer waren natürlich eine große Hilfe. Hätte die gerettete Kroganerin überlebt, hätten wir mehr Unterstützung durch die Clans. Aber ich nehme, was wir kriegen können. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Asari und Salarianer? Was ist mit Asari und Salarianern? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Salarianer? Und die Salarianer? Sie haben eine ganze Flotte als Dank für die Rettung ihres Ratsmitglieds geschickt. Und weil sie ihr den Job besorgt haben, haben wir auch eine STG-Einsatztruppe. Über das mit dem Genophage-Heilmittel sehen sie wohl hinweg. Und Arias Verstärkung? Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loak. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Vorja heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Lana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Mechs bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Und der Fortschritt? Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Und warum haben Sie mich ausgesucht? Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Hurensohn sind, den ich habe, der weiß, wie man Reaper tötet. Das kann jeder. Hoffe ich. Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Ich weiß noch, wie Sie vor Jahren auf Torfan die batarianischen Gefangenen ausgeschaltet haben. Der Preis war hoch und Sie haben Federn gelassen. Aber Sie haben die schwere Aufgabe erledigt. Und das reicht? Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, dass ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an sie geglaubt hat. An ihren Anführer. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und sie werden uns auf die andere Seite bringen. Sir? Das ist alles, Sir. Und Shepard, das interessiert Sie sicher. Es gibt Neuigkeiten von Ihrer Mutter. Oh. Sie lebt. Es geht ihr gut. Und sie wurde zum Rear Admiral befördert. Sie hilft bei der Logistik für den Tigel. Danke, Sir. Ich bin sehr erleichtert. Ich dachte, noch ein Shepard könnte nicht schaden. Und sie ist verdammt stolz auf das, was sie da draußen tun. Hackett, Ende. Da passieren Dinge. Mann, oh Mann, ey. So, was sagen die denn? Jetzt sagen sie aber was, wenn ich hier durchgehe. Holla, die Waldfee. Ohne die Hilfe eines riesigen Dreschschlunds. Genau so ist das.
Ja. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandy geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte Sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Commander? Shepard? Wir haben noch Nachrichten. Ich habe Arbeit gefunden. Von Talisoa. Shepard, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams aufs Maschinendeck gehen werde. Solange ich bei ihm bin, kann ich dort am besten helfen. Schauen Sie mal bitte vorbei, wenn Sie Zeit haben. Von Shalaran Vastranoch. Commander, unsere Arbeit auf Ranoch geht weiterhin gut voran. Die Geth haben beeindruckende Technologien und Rohstoffe zurückgelassen, mit denen wir Reparaturen durchgeführt und unsere Flotte wieder kampfbereit gemacht haben. Obwohl unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung der stärkeren turianischen Flotte lag, konnten wir auch wichtige Kolonien evakuieren und Kampftruppen der Reaper zurückschlagen. Unsere besten Technikexperten helfen beim Tigel. Wir haben mehr Erfahrung mit unbekannten Technologien als alle anderen Spezies. Und ich verspreche Ihnen, dass wir die Reaper vom Himmel holen werden, sobald der Katalysator installiert ist. Die Ozeanwinde meiner Heimatwelt rufen, Commander. Wenn alles vorbei ist, werde ich am Strand stehen und volle Dankbarkeit an Ihren Namen denken. Bis dahin gehört unsere Flotte Ihnen. Gespräch über Quarianerkrieg von Diane Ellers. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist es vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten, nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine halbe Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Diana. Kann sie gerne machen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.